Am Samstagabend empfängt die deutsche Nationalmannschaft die Gäste aus Weißrussland im Borussia-Park. Geht aber natürlich nichts an einem Heimsieg vorbei, wenn es denn zur sicheren Europa-League-Quali reichen soll. Muss hier heute unbedingt gewonnen werden. Aber die Weißrussen, die im Hinspiel noch 2:0 besiegt werden konnten, starten hier gar nicht so schlecht rein. Dragun mit der ersten Chance. Jonathan Tah passt aber auf heute in der Verteidigung mit Ginter Stark mit angereist, aber hat ja einen Nasenbeinbruch erlitten. Deswegen nur auf der Bank. Die deutsche Nationalmannschaft fand jetzt aber langsam in diesen Abend hinein. Werner erobert den Ball von Martinovic, Goretzka zu Ilkay Gündoğan. Und in der 8. Minute dann doch der frühe Führungstreffer für Deutschland. Der erste Torschuss direkt mit einem Erfolg verbunden, weil Werner gut nachsetzt auf der Außenbahn und den Ball da erobern kann. Weiterhin aber taten sich die Gastgeber hier schwer gegen mitspielende Weißrussen, die auch durchaus mal härter zu Werke gingen. Aber Deutschland zeigte sich sehr zweikampfstark. Das ist Julian Brandt mit der Flanke am zweiten Pfosten. Wäre Serge Gnabry zum Einköpfen bereit gewesen. Doch der linke Verteidiger ist aufmerksam und verhindert Schlimmeres. Wie erwartet aber übernahmen die Gastgeber dann die Kontrolle gänzlich bis zur Pause. Es gab nochmal diese Chance, die Leon Goretzka gegen Gutor natürlich nutzen muss, um ruhigere Fahrwasser anzupeilen. Verpasst es aber, den 2-Tore-Vorsprung vor dem Seitenwechsel herauszuschießen. So ging es dann mit der knappen Führung durch Ilkay Gündoğan in der 8. Minute in die Katakomben. Man konnte zufrieden sein mit dem Ergebnis. Spielerisch eben wurde man auch immer besser. Zweiter Durchgang, Schulz mit der Flanke von der linken Außenbahn. Erstmal geklärt, doch Tah setzt gut nach. Risikoreich natürlich besetzt dieses Tackling, doch so ist es perfekt. Serge Gnabry nutzt das aus. 53. Minute, das 2:0. Weil Tah eben aggressiv raufgeht, ein Stück weit dieses Risiko eingeht. Das wird aber belohnt. Und Gnabry schießt unten rechts ein. Das dann für den weißrussischen Schlussmann nichts mehr zu halten. Doch die Gäste gaben sich nicht auf. Kämpferisch auf jeden Fall eine sehr ansehnliche Leistung. Spielerisch aber eben limitiert. Jetzt mal Laptev, der rüberlegt, Dragun und Bakar bekommt dann den guten Abschluss. Zumindest aus guter Position. Ganz gefährlich wurde es für Neuer in der Szene aber nicht. Deutschland versuchte vieles spielerisch zu lösen. Klar, dass hier im Prinzip nur die Generalprobe für das Spiel gegen Nordirland, wo es dann wahrscheinlich drauf ankommt. Aber da muss man dann in der Defensive solche Fehler unbedingt vermeiden. Neuer mit einer überragenden Parade verhindert hier das 2:1. Doch Deutschland bekam jetzt wieder mehr Kontrolle ins Geschehen. Über die rechte Außenbahn und dann Werner mit dem vermeintlichen 3:0 nickt ein am zweiten Pfosten, aber eben nur vermeintlich, stand da in Abseitsposition. Die Fahne des Assistenten geht hoch und das wohl auch zu Recht, wie wir hier an der Linie sehen können. Wieder Timo Werner, der jetzt mehr und mehr in den Fokus geriet. Serge Gnabry gegen Gutor. Der hatte einen durchaus guten Tag erwischt. Das hätte auch schon höher stehen können mittlerweile. Aber machte da seinem Gegenüber Manuel Neuer durchaus einiges positiv nach. Löw konnte sich aufregen. Die endgültige Entscheidung war eben noch nicht
herausgeschossen. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite. Kimmich kurz ausgeführt zu Serge Gnabry. Am ersten Pfosten dann Timo Werner. Der hatte das Glück noch nicht auf seiner Seite. In der Bundesliga läuft es für ihn ja gerade prächtig. Hier verpasst er den Kopfballtreffer knapp. Schon in der Schlussphase. Die Partie trudelte so langsam aus, aber nicht auf langweiliger Ebene, denn Julian Brandt konnte das 3:0 erzielen. 88. Minute, jetzt war natürlich alles klar. Schön vorgelegt über die rechte Seite. Und dann lauert Brandt da, hält den Fuß hin und stellt auch in der Höhe verdient auf 3:0. Für tapfer kämpfende Weißrussen ein ziemlicher Niederschlag. Die Qualifikation für die EM ist schon lange nicht mehr realistisch gewesen. Aber trotzdem, ein Zeichen konnten sie nach vorne setzen und das hatte Erfolg. Denis Laptev in der 90. Minute. Der Ehrentreffer und der sei dann der Gastmannschaft auch gegönnt. Anspruchsvoll nimmt da Laptev den Ball aus der Luft. Aber was Jonathan Tah im Zweikampf macht, das sollte man vielleicht nochmal überdenken. Da stellt er sich nicht klug an, sei ihm aber zu dem Zeitpunkt der Partie verziehen. Ansonsten machte er eine gute Partie und am Ende blieb es dann beim 3:1. Leider kein 2:0, aus neuer Sicht natürlich ziemlich ärgerlich. Aber am Ende steht ein glatter Sieg gegen die weißrussische Nationalmannschaft. Und zum Endspiel am Dienstagabend gegen Nordirland müssen sie sich dann nochmal zusammenreißen.